Aber ich finde nicht, dass ich verliere. Die Art und Weise, in der ich Gewinn ziehe und auf die Art und Weise, auf die ich arbeite und was für mich Mehrwert hat, das ist eine Ebene, die kann der gar nicht nachvollziehen. Shuyoka verteilt mal wieder Rundumschläge. Nachdem sie in ihrem Stream am 20. nämlich nicht nur behauptet hat, das Gerichtsverfahren gegen KuchenTV gewonnen zu haben, sondern auch angefangen hat, gegen Freiraumreh und Carina Pusch auszuteilen, musste ich einfach ein Video dazu machen. Aber ganz kurz, falls ihr euch wundert, warum ich gerade hier draußen stehe und nicht in meiner gewohnten Umgebung bin, das liegt daran, dass ich gerade im Urlaub in Österreich bin. Also wundert euch nicht, falls aktuell auch nicht so regelmäßig Videos kommen. Also, Shuyokas Rage gegen Freiraumreh begann mit der Frage, warum sie aktuell wenig Kooperation mit anderen Influencern hat. Darauf antwortete sie folgendermaßen. Und auf die Frage, warum so wenige Influencer noch was mit mir machen, ich mach mit den Leuten nichts mehr. Ich habe mich von den meisten Influencern zurückgezogen, weil ich keinen Bock mehr auf das habe. Weil es die ganze Reichweite und die Promo und die Cross-Plattform nicht wert ist, mich auf diese Kackscheiße einzulassen. Nee, also ich wollte eigentlich gar nicht auf die Party, auf die ich nicht eingeladen war. Ist eh voll langweilig da. Aber sie lieferte auch noch eine sehr stichhaltige Begründung dafür. Denn eine Erfahrung, die ich in den letzten 1,5 Jahren machen durfte und musste, ist, dass ganz viele Menschen nur so lange Betroffenen positiv sind und solidarisch sind, solange von ihnen nichts gefordert wird. Solange es nichts kostet. Könnte es vielleicht sein, dass ich mir ständig widerspreche, ich nicht logisch argumentieren kann und mich super asozial verhalte, indem ich zum Beispiel YouTuber wie Alpha Kevin sperren lasse, weil die auf meine Inhalte reagiert haben und dabei vergessen haben, twitch.tv/Shuyoka in die Ecke zu schreiben? Nein, die anderen Influencer stehen einfach nur aus irgendeinem unerklärlichen Grund nicht hinter mir. Ich kann es mir nicht erklären. Aber genau dieses Verhalten haben mittlerweile auch einige Leute aus der eigenen Bubble bemerkt. Wie zum Beispiel eine Freiraumreh, die letztes Jahr noch Shuyoka auf jeden Fall sehr solidarisch verteidigt hat. Aber jetzt tut sie das halt nicht mehr. Und dementsprechend möchte Shuyoka nichts zu ihr sagen. Also bitte hört auf, mich nach Kim zu fragen. Ich möchte über Kim nicht reden. Wirklich nicht. Und das sage ich nicht, um Kim zu schützen oder mich zu schützen, sondern um andere Betroffene zu schützen, die Teil dieser Scheiße sind. Also Shuyoka möchte sich nicht zu Freiraumreh äußern, aber spricht dann erstmal über Freiraumreh. Lustigerweise im gleichen Stream, in dem sie bereits so eine Aussage hier gebracht hat. Und wir haben zu viele Gespräche darüber geführt, was für einen Schaden angerichtet wird, wenn solche Sachen angedeutet werden, wenn sowas thematisiert wird, wenn Influencer sagen, ich will nicht drüber reden, aber ich rede jetzt trotzdem drüber. Ja, Shuyoka-Logik halt. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber was sind denn jetzt die konkreten Vorwürfe gegen Freiraumreh? Dass ich andere Menschen schütze, im Gegensatz zu dir. Ich weiß übrigens auch, dass du in der InfluencerInnen-Szene wieder gossipst und tratscht, so wie du das immer machst. Und ich weiß auch, dass InfluencerInnen jetzt schon auf mich zukommen und fragen, was denn an der Geschichte dran ist, die du erzählst und dass die nicht der Wahrheit entspricht. Und natürlich können wir an der Stelle nicht wirklich verifizieren, ob sich Freiraumreh jetzt korrekt verhalten hat oder nicht. Was man hier aber wieder einmal sehr gut erkennen kann, ist, dass Shuyoka den Fehler definitiv nicht bei sich selber sieht. Also egal, ob es jetzt die misogynen Hetzer vom Boys Club sind, die einfach nur Content gegen sie machen, komplett ohne Argumente, weil sie halt gegen Frauen sind, oder ihre eigene Freundin, ehemalige Freundin, ja, die ist dann halt einfach unsolidarisch. Aber niemals im Leben kann der Fehler bei Shuyoka liegen. Das geht gar nicht. Und dann droppt sie halt auch einfach noch solche Sätze hier. Ich bin eine radikale Feministin durch und durch. Ich bin es gewohnt, der Underdog zu sein. Ich bin es gewohnt, problematisiert zu werden. Ich bin es gewohnt, dass die Mehrheitsgesellschaft mich problematisiert und nervig und zu laut und hysterisch findet. Natürlich macht das trotzdem mit einem. Also Shuyoka, kleine Coach-Kritik an der Stelle. Das Beste, was du für den linksradikalen Feminismus tun kannst, ist, wenn du rechte Antifeministin wirst. Wirklich. Noch lustiger wurden jedoch die Aussagen, die Shuyoka zu KuchenTV getroffen hat. Da war nämlich unter anderem sowas hier dabei. Das beweist halt deine Aussagen einfach. Du gehst nur mal kurz einkaufen und schon sieht dich jemand und schreibt KuchenTV mega creepy. Ja, es ist fucking gruselig. Also es ist wirklich, es ist einfach fucking gruselig. Hier würde mich einfach mal interessieren, was KuchenTV dafür kann, was für Privatnachrichten er von seinen Zuschauern bekommt. Ich meine, er kann ja nicht mal effektiv was dagegen machen.
Sowas ließe sich vermutlich nicht mal anzeigen. Aber dann haut sie noch sowas hier raus. Und dass ich mich jetzt nach Monaten getraut habe, wieder allein einkaufen zu gehen und das innerhalb von wenigen Wochen dazu geführt hat, dass jetzt ein Video veranstaltet wurde, wo ich angeblich erkannt wurde und quasi mir jetzt ganz klar gezeigt wurde, wenn KuchenTV-Zuschauer mich erkennen, dann sagen sie ihm, wo er mich finden kann und dann bin ich davon abhängig, ob er dazu 1, 2, 3 oder 5 Videos macht. Nee, also erstmal, es würde mich wirklich brennend interessieren, wo KuchenTV das gemacht haben soll. Denn ich würde das mal vorsichtig bezweifeln. Aber selbst wenn, würde das immer noch nicht eine derartige Aussage hier rechtfertigen. Kann ich auf jeden Fall sagen, Tim Held ist dafür verantwortlich, dass jetzt wieder Freunde für mich einkaufen gehen. Ja, das ist Stalking, das ist Cybermobbing und er organisiert hier eine gezielte Hetzjagd einer Person im Internet gegenüber. Und wo wir gerade schon beim Thema Angststörung, also psychische Probleme sind. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Shuyoka Tobias Huch mit privaten Chatnachrichten von ihm hops nehmen wollte, indem er dafür sorgen wollte, dass Shuyoka psychologische Hilfe bekommt, weil dieser geglaubt hatte, Zeichen dafür erkannt zu haben, dass Shuyokas psychischer Zustand sich so weit verschlechtert haben könnte, dass sie in reeller Gefahr schwebt. Damals war Tobias Huch natürlich der Böse, der die Verrückte doch nur in die Psychiatrie einweisen wollte, um sie loszuwerden. Im gleichen Stream sagt Shuyoka jetzt am 20. jedoch folgenden Satz. Also ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich drauf stecken bleibe und halt nie wieder ansprechbar sein werde. Also 20 Minuten quasi hat das gedauert, bis dann die Rettung gerufen wurde. Und ich hatte dann eine Panikattacke und Krämpfe. Deswegen wurde ich ans EKG angeschlossen. Das heißt, wirklich Krämpfe im Sinne von, dass ich mich unkontrolliert bewegt habe. Aber klar, Tobias Huch hat das einfach komplett aus der Luft gegriffen und meinte das zutiefst bösartig. Als nächstes behandelt Shuyoka in ihrem Stream vom 20. noch die Thematik mit Karina Pusch. Denn diese hat es tatsächlich gewagt. Okay, schaut es euch einfach selber an. Und dann hängt sie bei Jay Riddle im Stream ab. Der Typ, der Memes gebastelt hat mit mir in einer Zwangsjacke und in einer Gummizelle, während ich literally posttraumatische Belastungsstörung habe und schreibt dort halt einfach ganz normal mit dem. Karina Pusch hat es einfach gewagt, bei Jay Riddle normal am Chat teilzunehmen. Und das, obwohl sie eine Auseinandersetzung mit ApoRed hatte. Zusammenhang weiß ich auch nicht, aber Shuyoka sagt es. So eine Karina hat so gut darüber aufgeklärt, wie scheiße das für sie war, dass ein ApoRed verharmlost wurde, hat so gut darüber aufgeklärt, wie schlimm diese Erfahrung für sie war, wie psychopathisch ein ApoRed ist, wie schlimm das ist, dass Influencer trotzdem noch auf den reagiert haben. Das hat sie so gut erklärt und dann hängt sie bei Jay Riddle im Stream ab. Und eine Sache nehme ich jetzt noch mit rein, weil das einfach zu lustig ist. Aktuell behauptet nämlich Shuyoka plus ihre Bubble, dass der letzte Gerichtsprozess ihrerseits gegen KuchenTV von ihr gewonnen wurde. So kommentierte zum Beispiel Dave Ocelot folgenden Tweet von Tobias Huch. Hashtag Shuyoka verliert mehrheitlich schon wieder gegen Ed Kuchengeschmack vor Gericht. Sie hatte versucht, gegen ihn eine einstweilige Verfügung zu erwirken und ist mit nur knapp 1 von 3 Punkten durchgekommen. Und Daves Antwort auf diesen Tweet ergibt halt nicht mal in sich logisch Sinn. Dieser schrieb nämlich, komplett zu 100% gelogen. Es waren 2 Anträge, nicht 3. Also erstmal, das ist falsch. Es waren 3 Anträge, nicht 2. Das ist irgendwie gerade eine Theorie, die man aufgemacht hat, dass es nur 2 Anträge wären. Aber selbst wenn es sich hierbei tatsächlich nur um 2 Anträge handeln würde, wäre es ja immer noch nicht komplett zu 100% gelogen. Weil es wäre ja immer noch 50-50. Shuyoka hätte ja immer noch einen gewonnen und einen verloren, wie Dave es selber schreibt. Aber darüber steht dann zu 100% komplett gelogen. Ich weiß wirklich nicht mehr, was man zu Dave sagen möchte. Soweit auf jeden Fall mal mein Update zu dieser ganzen Situation. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und folgt mir unbedingt auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.